ます。皆さんこんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。Eine neue Frisur。ゼルダの伝説 Tears of the Kingdom の発売まであと1ヶ月となりました。地上から空まで途切れることなく一つにつながった広大な世界で、皆さんのこんなことできるかなが思う存分楽しめる、そんな未知なるハイラルをご体験いただけるまでもう間もなくです。私も皆さんがどんな風にこの世界を冒険してくれるのか今から本当にワクワクしています。さて今日は発売前の最後となるトレーラー映像をご用意いたしました。 Let's a trailer。 それではご覧いただきましょう。どうぞ。Emotions. Ich will emotions. Ich will in emotionalen Schaden. Fliegende Holländer. Zelda. Dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Link. Kann. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Sieh ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Yeah! Link, los! Zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Mit Sprachausgabe? Die Sprachausgabe gab es schon im letzten Breath of the Wild. Link, aber nur vereinzelt. Bitte finde mich. Oh, Zeldas Wiegenlied. Es ist so eine. Es ist wirklich so. Es ist einfach nur. Ach, das war nice. Das war ein guter Trailer. Das war ein richtig guter Trailer. Viele Sachen gezeigt.
Aber auch gerade sehr viele Fragen jetzt dazu, ne? Gucken wir mal, können wir da zurückspulen? Ich kann da nicht zurückspulen. Ich brauche den Trailer. Ich brauche den Trailer nochmal. Ich will da nochmal ein bisschen rübersprechen. Okay. Ich will mir die Sachen nochmal in Ruhe anschauen. Also anscheinend gibt es Escort-Missionen und anscheinend kann man sich rollende Festungen bauen. Das haben wir gesehen. Ja, schön, schön, schön. Alles schön. Sehr, sehr wichtig. Link trägt hier drunter Shorts. Da sind die Shorts. So ein bisschen von den Dörfern, Städten. Das sind eher Dörfer, die man hier hat. Ja. Das ist kein Dorf. Das sieht schon mal cool aus. Ja. Sieht nach Endgame aus. Da fliegen doch Holländer. Das ist einfach Mission Impossible. Das ist aber... Also... Kleine Vermutung jetzt. Also, wir sehen ja hier jetzt gerade Dorfbewohner, die sich gegen die kleinen Schweinelinge kämpfen. Ich habe die Vermutung, dass man eine Gruppe von Milizsoldaten aufstellen kann, um dann Städte oder Dörfer zu verteidigen. Ich glaube, die werden irgendwie sowas in diese Richtung einführen. Weil wir haben ja nachher dann noch so ein Gruppenbild. Komplett neuer Charakter? Hyrule Warriors? Oh ne. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, so Thronsaal hat man nicht gesehen im letzten Teil. Vielleicht nur gegen Ende. Zelda. Dann ist es an ihm. Dem Ritter, der das Bannschwert zieht. Zelda hat eine neue Frisur! Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Ich hoffe auch nicht, dass es halt mit dem Milizsoldaten ist. Link. Es ist halt jetzt nur eine Vermutung. Ja, ich habe Angst, dass es halt mit den Siedlungen ist. Das sieht geil aus. Das finde ich auch sehr schön. Da sieht man die Fähigkeit mit der Synthese, wo dann ein Schild auf ein Schwert gepackt wird. Da bin ich gespannt. Ja, wird gleich sofort zerstört, aber ist Verteidigung und Angriffsitem in einem, ne? Das finde ich gerade interessant. Ich glaube, das hier ist einfach nur eine Escort-Mission. Das ist halt einfach nur eine Side-Mission, der halt einfach nur Leute eskortiert. Weil, guck mal, das ist die Kutsche da, die wurde auch zusammengebaut mit diesem ganzen Gel, was man so schon kennt. Ich hoffe, das ist nur eine Side-Quest. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht zu viel Escort-Missionen. Ist das schön? Zeit anhalten und wieder zurückwerfen, ne? Die Raketenfaust. Raketenfaust. Ja, scheiß auf Gunsword. Wir haben jetzt ein Schwertschild oder ein Schildschwert. Hier ist noch veränderte Gravitation. Auch schön. Das ist natürlich sehr witzig, wenn man gerade Resident Evil 4 gespielt. Bakugo. Stimmt, Bakugo. Ja. Das hier. Guckt euch das mal an. Also, Link ist auf diesem großen, grauen Mech auf Rädern. Der hat Arme. Der kämpft dann gegen diese Festung. Also, diese Gegner, die gab es ja schon im letzten Breath of the Wild. Also, im letzten Zelda-Spiel. Aber nicht in dieser Kombination. Dass auf diesen Steingiganten jetzt so eine kleine Verteidigungsanlage gebaut wurde. Das finde ich auch okay. Ja, ich finde, das hier erinnert sehr an
Herr der Ringe, ne? Ist es nicht so ein bisschen wie ein Olifant? War doch auch so, ne? Der selbstgebaute Stein-Mac. Ich bin mega gespannt, was die Leute alles bauen werden. Das werden, glaube ich, so die kuriosesten Sachen sein, die Leute bauen werden. Und das, was ich mache, ne, ist wahrscheinlich das hier. Ein Stein mit Rädern. Mehr will ich nicht bauen. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich glaube, die Bossfights wären schon geil. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Check, sag ich so. Ja. Sieh ganz genau hin. Der wahre König ist zurück. Ja, ist der dritte Trailer. Okay, das ist so ein bisschen wie bei Prinzessin Mononoke mit Ishitaka. Sieht ein bisschen danach aus, ne? Hat ein bisschen was davon, oder? Ist das die Stimme von Carter Carlo? Come on, sag nicht Gandalf ist Carter Carlo. Ich drehe ja schon durch, wenn ich jedes Mal darüber nachdenke, dass Quack der Bruchpilot auch Samuel L. Jackson ist. Es wird heute neu erschaffen. Yeah! Aber ist geil, come on. Sag mir, was es ist. Carter Carlo hat eine geile Stimme. Sieht ein bisschen aus wie ein Splatoon-Gegner, oder? Da haben wir das. Mit der Miliz. Das ist das, was ich vermutet habe. Dass dann diese Gruppenkämpfe da gemacht werden. Dass er dann die Soldaten aufstellt, die dann in den Kampf geschickt werden, weil das sieht mir so ein bisschen nach selbst erstellt aus. Oder? Die Hyrule Avengers mit Captain Bucketman. Buckethead. Captain Buckethead und Goron Slipman. Chat-Soldaten. Alles Vermutung, wir wissen es nicht. Oh, man kämpft auch nicht allein? Das ist, glaube ich, auch... Zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. King Ghidorah? Wir haben es gesehen. King Ghidorah. King fucking Ghidorah ist dabei. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ja, ich bin auch gespannt auf die Analyse-Videos. Ich gucke noch einmal durch. Noch einmal kurz durchskippen. Ja, mal schauen, ob da irgendetwas ist, was interessant ist. Ich muss sagen, ich bin heiß auf das Spiel. Aber der Breath of the Wild-Trailer, der war viel emotionaler. Der hatte diese Feels. Schon echt guter Trailer. Hat er einen Wingsuit? Ist das ein Wingsuit, den er da hat? Oder da runterfällt? Da warte, weil er fällt runter und dann klappt er ja seine Arme aus. Ja, es ist ein Wingsuit. Es ist ein fucking Wingsuit. Okay, The Legend of Zelda Battle Royale confirmed. Er hat was von... Ja, die modernen Luftnomaden aus Avatar Korra. Die haben ja auch sowas. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Also, er ist ja wirklich in einer Schlacht. Man sieht es ja hier. Und da sind auch Bauern bei. Also, das ist halt, das sind keine Soldaten, sondern das sind Bauern. Warte, hier gucken wir. Da! Das sind eindeutig Bauern. Also, kurz nochmal zusammengetrommelt, um dann die Angreifer zu verteidigen. Ich hoffe wirklich, das ist nicht wirklich so ein Segment, wo die dachten, ey, Leute, mach mal ein Tower-Defense-Game draus.
Und wann kriegt man das Master Sword? Zelda. Kriegt man es recht früh oder spät dann im Spiel? Dann ist es an ihm, dem Ritter, der das Bannschwert führt. Link wird obsiegen, wenn wir scheitern sollten. Link. Also das Master Sword hat man ja recht am Ende bekommen. Es ist so cool. Es ist einfach ein Schwertschild, ein Schildschwert. Genius. Fucking genius. Nintendo. Schwert und Schild. Ich bin so gespannt auf die anderen Waffen. Fucking Todesstern in Weiß. Sonic the Hedgehog. Was soll ich sagen? Das könnte richtig witzig werden. Es sieht dumm aus, aber es könnte richtig geil werden, glaube ich. Das finde ich einen schönen Shot. Da bin ich gespannt, wie die das machen wollen. Wie das erklärt wird. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. Kater Kalo. Ganz genau. Freu dich auf den Schwung. Schwert und Bogen. Der König ist zurück. Seine Welt wird heute neu erschaffen. Heute werden neue Waffen erschaffen. Zum Glück bist du ja nicht allein. Link, du bist unsere letzte Hoffnung. Ich kann mal kurz gucken, ob es den auf Englisch gibt. Natürlich gibt es den auf Englisch, oder? Kann man hören, wie die englische Sprachausgabe ist. Japanisch können wir auch nochmal. I know why I am here. It's something only I can do. Deutsche Sprachausgabe schon sehr gut. Do not look away. You witness a king's revival and the birth of his new world. Okay, let's go! But you are not alone. Link. You are our final hope. Ich finde, Zelda klingt ein bisschen älter hier. Ich finde, der Vogel-Sidekick klingt auch ein bisschen älter, aber älter Ganon auf Englisch. Der ist schon ein bisschen sexy, oder? Das ist sexy Ganon irgendwie. Ich muss sagen, Ganon auf Englisch, er hat mich ein bisschen. gucken wir mal, Japanese. Den japanischen Trailer nicht. Wenn ihr den japanischen Trailer gerade habt, dann schickt mir gerne den Link. Das ist er. Ich hab den.
できることがある。これは私にしかできないこと。刮目せよ、真の王の復活とその世界の始まりよ。行こう、リンク。しかし、そなたは一人ではない。あなたは最後の希望。Also Zelda, ja, ja, cool, cool, cool. Ganondorf. Nee, also ich muss sagen, ich glaube, die englische Stimme von Zelda fand ich auch nicht. Ich finde die deutsche Stimme von Zelda besser als jetzt die englische. Die japanische würde ich so dazwischen packen. Aber die englische Stimme von Ganon ist, glaube ich, viel besser als die japanische und die englische, würde ich mal deutsche, würde ich mal sagen. Also ich finde, Ganon im Englischen klingt schon also, hat mich ein bisschen mehr angesprochen. Aber ey, ihr könnt es ja jederzeit so einstellen, wie ihr spielen möchtet. Ich werde es vermutlich auf Deutsch spielen, weil ich fand die deutsche Sprachausgabe damals auch schon ziemlich gut, ziemlich cool. Zelda, Deutsch, Japanisch, Englisch. Ja, ey, ihr könnt ja gerne schreiben, in welcher Sprache ihr das spielen werdet oder welche Sprachausgabe ihr besser fandet. Ich finde, Ganondorf ist halt so im Englischen ist schon. Der war schon. Hab ich angesprochen. Fand ich geil. Spanisch, nein. Spanisch tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Aber ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Kommt ja genau einen Monat. Heute ist der 13., kommt 12. Ja, 3 Monate. Wird, glaube ich, ziemlich geil.